ist schon sehr, sehr schön hier in der Ramsau in der Steiermark. Und ein bisschen aufgeregt bin ich auch, denn ich mache heute den Führerschein. Aber nicht den fürs Auto, nein, ich mache heute den Klettersteig-Führerschein. Und das, obwohl ich nicht hundertprozentig schwindelfrei bin. Naja, die Sonne scheint zumindest ein bisschen. Und das Wetter spielt ja überhaupt eine ganz große Rolle, wenn man klettern möchte. Und damit hallo und herzlich willkommen bei der Servus, das Wetter auf Servus TV. Grüß euch. Hallo. Hallo. Habe ich schon recht viel versäumt? Wir sind gerade beim Gurt anzählen. Anna-Maria, ich nehme an, du bist unsere Bergführerin und er ist dein Assistent. Ja. Bist du das erste Mal klettern? Nein, war mein Vater schon manchmal. Walter, warum ist es eigentlich so wichtig, einen Klettersteig-Führerschein zu machen? Wir haben in den letzten Jahren wieder einige neue Klettersteige gebaut und es kommen jetzt immer mehr Gäste, die diese Steige auch begehen wollen. Und da gibt es schon einige Sachen, die man dann beachten muss. Zum Beispiel? Ja, dass man sich richtig sichert, dass man mal den Gurt richtig anhat, dass man sich im Fels einigermaßen gut bewegen kann, dass man ordentlich steigt. Und das sollte man schon als Kind lernen? Je früher man es lernt, desto besser. Ab wie vielen Jahren? Ab 7 Jahren nehmen wir die Kinder schon mit. Sag, wie wird denn das Wetter heute? Hast du dich da schlau gemacht? Ich habe in der Früh aus dem Fenster geschaut. War schon mal recht gut. Die Sonne hat gescheint. Und ich habe mir auch verschiedene Vorhersagen angeschaut. Also das wird heute halten. Dann heißt es noch Helm aufsetzen. Na dann. Auch der Helm sollte eng sitzen, so dass du noch Luft kriegst und auch noch reden kannst. Aber er sollte schon halbwegs passen. Gell? Reden muss ich unbedingt noch. Anna, wenn man jetzt zu diesen Eisenstiften kommt, was muss man da machen? Also man sollte aber einen nach dem anderen umhängen. Weil wenn es da jetzt runterfliegt, sichert der eine noch ein bisschen an Halt. Also ein Karabiner muss immer drinnen sein, verstehe. So, bevor die Luft noch dünner wird, erkläre ich mal, wo wir uns heute befinden. Nämlich in der Ramsau. Das ist ein Hochplateau in der Steiermark, 18 Kilometer lang, etwa 4 Kilometer breit, auf 1100 Metern Seehöhe. In der Ramsau gibt es eigentlich sehr, sehr viele Sonnenstunden. Warum? Weil der Dachstein im Norden ist und da eben viele Wolken hängen bleiben. Nach Süden hin öffnet sich die Ramsau ins Ennstal. Da geht es aber ganz schön steil rauf. Wie geht es dir dabei, Anna? Also ich finde es nicht so steil. Du findest es nicht so steil, okay. Ja, und warm ist es auch ganz schön, Walter. Dieses Klettersteiggehen ist schon anstrengend. Das ist auch oft so, dass die Leute dann sich überschätzen. So. Steigen in einen schweren, langen Steig ein, vielleicht ein warmer Tag, und dann auf halber Strecke machen sie schlapp. Also die Länge vom Steig, Schwierigkeit, sollte man auf alle Fälle beachten und auch, dass man sich selber richtig einschätzen kann. Damit man nicht vielleicht am späten Nachmittag drin ist noch und dann von einem Gewitter überrascht wird oder so. Walter, jetzt haben wir ja schon gehört, dass man vor einer Tour natürlich den Wetterbericht vorher schauen sollte. Aber es kann ja trotzdem mal passieren, dass einen ein Gewitter überrascht. Was ist da zu tun? Das ist eine heikle Sache, Gewitter am Klettersteig. Wenn du noch nicht sehr weit drin bist, würde ich eher zum Umkehren raten. Wenn du vielleicht schon 2/3 oben bist, müsstest du es probieren, dass du durchkommst. Dass du vielleicht ein bisschen schneller wirst und aus dem Steig rauskommst. Aber wenn der Blitz in das Drahtseil einschlägt, das ist schon eine heikle Sache. Also eher weg vom Drahtseil dann. Ja. Aber wohin soll man dann am besten? Wenn man irgendwie so eine Nische oder so eine Höhle finden könnte, wäre das sicher ein guter Unterschlupf. Und wie schaut es bei Regen aus? Bei Regen ist es sicher auch so, dass man dann
sehr vorsichtig sein muss, weil der Fels ja nass ist und dass man bei jedem Schritt genau aufpassen muss, dass man nicht ausrutscht. Aber das Problem haben wir ja heute nicht. Heute sieht es gut aus. Ich glaube, wir können den Steig zu Ende gehen. So, jetzt kommt noch mal ein bisschen ein steileres Stück. So eine senkrechte Wandstelle, Schwierigkeit C. Da werden wir schauen, ob ihr den Kletterführerschein überhaupt besteht. C ist das Schwierigste, so wie? E ist das Schwierigste. Aha. Die Bewertung geht von A bis E. A ist ganz leicht und E ist dann überhängend. Wir haben C, ist halt so mittel jetzt. Mittel? Ich bin ja gespannt, ob ihr den noch schafft, den Klettersteigführerschein. Ich glaube, jetzt haben wir es gleich. So, Walter, der große Augenblick ist gekommen. Haben wir es geschafft oder sind wir durchgefallen? Ich habe mir das jetzt angeschaut, wie sie auch so bewegt sind im Fels. Naja, ich darf euch gratulieren. Hurra. Ich habe den Klettersteigführerschein bestanden. Gratuliere. Super. Super. Gratuliere, Jan. Also, wir haben es super geschafft und der Papa ist, glaube ich, auch stolz, oder? Ja, sehr. Der Vati, der uns quasi von hinten auch ein bisschen gestützt hat. Großartig. Es war wirklich auch ein sehr beeindruckendes Erlebnis für mich. Wow. Ich stehe noch, keine Sorge. Und morgen hüpfe ich ins kühle Nass, in die Salza. Und da werde ich schauen, welche Auswirkungen das Wetter auf die Strömung hat. Also, bis morgen, seien Sie mit dabei bei der Servus, das Wetter auf Servus TV.